Willkommen zu einem neuen Video von mir. Frisch zurück aus Südamerika. Ich war ein paar Monate in Brasilien unterwegs, danach in Mexiko. Und jetzt bin ich wieder hier im guten alten Deutschland, in meiner Hood quasi, gerade noch beim Bekannten. Und ja, heute geht es um ein Unpacking-Video, ja, was ich speziell jetzt bei Purazell bestellen würde oder beziehungsweise bestellt habe, dass ihr das einfach mal seht, was mir so an Supplementen wichtig ist für Schönheit und für Gesundheit und Schönheit. Verzeiht mir, ich bin heute ein bisschen neben der Spur, weil ich bin noch so krass im Jetlag. Also ich finde, von Amerika oder von Südamerika nach Europa zu fliegen, das ist so der schlimmste Jetlag überhaupt, weil einfach die Zeit dort ja zurück ist. Also ich habe quasi jetzt wieder ein paar Stunden meines Lebens genommen bekommen und das merke ich jetzt natürlich an meinem Schlaf. Also ich gehe immer jetzt super spät ins Bett. Teilweise schlafe ich 12 Stunden am Stück, weil mein Körper so durcheinander ist. Und ich finde, wenn man von Asien zum Beispiel kommt, ist es nicht so schlimm, weil dann geht man einfach nur früh ins Bett und wacht dann auch super früh wieder auf und hat dann erstmal einen ganz tollen Rhythmus, dass man morgens irgendwie um 6 Uhr schon wach ist. Bei mir ist es jetzt leider genau andersrum. Also ich schlafe nachts nicht. Ah, es ist richtig, richtig blöd jetzt. Und deswegen ist es ein ganz lockeres Video heute. Wir werden ein bisschen Smalltalk halten. Und ja, nochmal kurz zu der Zusammenarbeit mit Purazell. Also Purazell habe ich ja jetzt schon länger eine Kooperation mit. Ich kenne Patrick ja auch schon einige Jahre. Ich bin absolut happy mit diesen Produkten, weil das auch genau mein Ding ist. Rohkostqualität, pflanzenbasiert, also wirklich. Also da bleiben keine Wünsche mehr offen. Und vor allen Dingen, Purazell ermöglicht mir noch zusätzlich, dass ich auch viel Gratis-Content machen kann für euch auf YouTube, auf Instagram. Und ich finde auch das Thema Supplemente oder Nahrungsergänzungen auch ein wichtiges Thema. Also die sind auch Superfoods und so drin. Und früher war ich so ein bisschen immer kritisch dem Thema gegenüber, was Supplemente oder Nahrungsergänzungen betrifft. Ich dachte immer, naja, gut, brauche ich nicht, ernähre mich ja gesund. Das Problem heutzutage ist allerdings, dass wir nicht mehr so wirklich mit der Natur leben, auch wenn wir es versuchen. Also ja, unsere Welt ist einfach relativ toxisch im Sinne von, ja, die Luft ist nicht so sauber, wir trinken aus Plastikflaschen, überall ist irgendwie Strahlung oder synthetische Dinge, unsere Klamotten sind nicht mal mehr irgendwie safe, ja, also alles ist irgendwie aus Chemie gemacht und ich denke mir, dass wir natürlich auch so ein bisschen das wieder ausbügeln können, indem wir natürlich uns gesund ernähren, klar. Deswegen rate ich auch immer, esst Wildkräuter, weil das sind unberührte Pflanzen, die vom Menschen noch nicht irgendwie genetisch verändert wurden, wo keine Pestizide dran sind, also Brennnessel, Löwenzahn etc. Ganz, ganz wichtig. Aber auch ab und zu mal Supplemente oder beziehungsweise Nahrungsergänzungen nehmen, finde ich persönlich wichtig, dass wir wirklich auf unserem Peak-Level und Gesundheit sind. Ja. Ich werde jetzt hier mal aufmachen und freue mich schon riesig. Weil viele von euch haben immer gefragt, was nimmst du genau, wie oft nimmst du es, also immer viele Fragen zum Thema Nahrungsergänzung bekomme ich. Ah ja, da habe ich noch ein kleines Goodie mitbekommen. So. Okay, wir schauen uns das jetzt zusammen einfach nur. Ja, irgendwas angezogen, mir auch keine großen Gedanken heute gemacht, weil wie gesagt, ich bin einfach nicht so 100% fit, noch nicht, aber mit den Supplementen wird es wahrscheinlich schneller gehen. Ja, das ist süß, die haben mir noch ein kleines Goodie mitgegeben, finde ich ganz, ganz toll, und zwar Bio-Kakao-Haselnussriegel. Die sind auch wirklich so lecker. Da ist einfach nur drin Haselnusskerne, Haselnussmus, Kakaopulver und Datteln, genau, nur mit Datteln gesüßt. Darauf achten die von Purazell auch immer sehr, dass das wirklich alles nur mit Datteln oder auch höchstens Stevia gesüßt wird. Dann der Relax and Smile Tee. Ja, den habe ich mir auf jeden Fall bestellt, weil ich das im Moment echt krass brauche wegen meinem Schlafentzug. Und was ich halt ganz toll finde, da sind so gute Sachen drin wie Zimtstangen, Hibiskus, Ingwer, Süßholzwurzel, Fenchel, Kamille, Nelke. Nelke ist übrigens auch, sie hilft sehr, um den Körper zu beruhigen. Kardamom, Johanniskraut, ja übrigens auch, ne? Hopfenblüten, also
Es ist richtig ein richtig guter Tee und ich liebe ja Tees, weil ich denke, dass Tees auch so ein bisschen dabei helfen, ja, Pathogene im Körper in Schach zu halten. Das habe ich letztens von David Sinclair gehört, diesem Wissenschaftler von der Harvard University, dass man heiße Getränke trinken soll. Deswegen ran an die heißen Getränke und ja, den Midnight Glow, den habe ich mir auch noch bestellt. Midnight Glow. Relax and Smile und Midnight Glow. Ja, den würde ich dann abends trinken und den anderen würde ich dann halt morgens trinken. So, ne? Worauf ich mich am meisten jetzt gefreut habe, ist auf jeden Fall das Pura-Mehl. Und zwar Vanille habe ich mir extra bestellt. Das Spannende an Pura-Mehl ist, dass es gekeimte Saaten sind. Wie zum Beispiel, Buchweizen, Leinsamenmischung, Goldhirse. Wo gibt es sowas bitte? Also kann man ja für alles verwenden. Für Smoothie Bowls, für Müsli. Wie heißt es heutzutage? Porridge. Okay, ich sage immer noch Müsli anscheinend. Ich glaube, Müsli heißt jetzt Porridge. Oder klärt mich mal bitte auf. Ich mische das dann zum Beispiel mit Sojajoghurt auch ganz gerne mal, was ich total lecker finde. Vielleicht mit einer Banane, mit Beeren oder mit Datteln. Aber obwohl es ja schon auch mit Datteln quasi gesüßt ist. Also wie gesagt, wieder nur mit Datteln gesüßt. Ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Und dann noch Vanille, gibt aber verschiedene Geschmäcker. Und darauf habe ich mich so sehr gefreut. Vielleicht werde ich das auf jeden Fall mal vor meiner Periode zu mir nehmen, so auch tagsüber, weil dann mache ich ja so gar nichts mit Fasten die Woche vor der Periode. Ich bin ansonsten auch eh nicht mehr so ganz streng mit dem Fasten, wenn ich ehrlich bin. So, dann haben wir das. Genau, was ich mir auch mega gewünscht habe, ist hier die Smoothie Bowls, also die schon quasi mit tollen Sachen fertig gemischt kommen. Da sind auch wieder gekeimte Saaten drin. Und genau, alles natürlich bio, was ich auch richtig cool finde. Gekeimte Körnerhirse, gekeimte Buchweizen, gekeimte. Also wie gesagt, das ist dann so das Pendant, würde ich sagen, hier zum Pura-Mehl. Das kann man dann halt super toll für Smoothie Bowls auch verwenden. Was ich mir auf jeden Fall auch nochmal bestellt habe, ist hier das bio-blaue Spirulina-Pulver, weil ich das super, super gerne für Nice Cream nehme, weil die dann so richtig geil blau wird. Und viele haben mich ja gefragt, ob dieses blaue Spirulina-Pulver, ob das künstlich ist, weil das so krass blau ist. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur quasi ein Farbstoff, der da rausgefiltert wird oder isoliert wird von der Alge, von der Spirulina-Alge. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Das ist wahrscheinlich die gesündeste Blaufarbe, Lebensmittelfarbe, die ihr euch vorstellen könnt. Ah, okay, hier sind die Spirulina-Presslinge. Die wollte ich unbedingt haben, weil Spirulina ist für mich so mit das Wichtigste, die wichtigste, ich sag mal, Mikrosüßwasseralge, die wir zu uns nehmen können. Also noch leicht vor der Chlorella, wie ich finde, weil sie leichter, weil die Nährstoffe leichter absorbiert werden von unserem Körper bzw. aufgenommen werden. Und weil ja Spirulina eine Bakterie ist und vor allen Dingen wusstet ihr, dass Astronauten auch Spirulina mit ins Weltall bekommen, weil die einfach so gut dann versorgt sind mit vielen Nährstoffen und auch vor allen Dingen mit wichtigen Proteinen. Also Spirulina hat auch wahnsinnig viel Protein. Deswegen, die habe ich diesmal wieder in Kapselform. Ich mag einfach lieber die Kapselform als das Pulver, weil ich finde, das Pulver, das ist dann immer so all over the place, wenn ich das mal verwende. Und ich finde, Kapseln kann man auch mal unterwegs zu sich nehmen und die einfach kauen. Finde ich viel angenehmer, als ein Pulver zu haben, was ich halt wirklich eher nur für Smoothies verwenden würde. Aber Chlorella-Presslinge habe ich mir trotzdem mal bestellt, einfach um die Abwechslung zu haben. Und wie gesagt, sind beides sehr, sehr gesunde Mikroalgen. Und dann gibt es hier noch Grassaftpulver. Falls ich mal unterwegs bin und keinen Zugriff zu Blattgemüse habe oder nichts Gesunden, wie das ja so oft ist beim Reisen, ich bin ja auch viel unterwegs und deswegen dachte ich mir, das brauche ich auf jeden Fall. Und genau. Und das ist gut, das kann man einfach unterwegs mal ein bisschen mit Wasser anrühren oder irgendwo einen Saft machen etc. Dann habt ihr auf jeden Fall jede Menge Chlorophyll, Enzyme und das ist natürlich perfekt für unterwegs, wie ich finde. So.
So, und jetzt kommt ein Produkt, was ich definitiv für meine Schönheit verwende. Das alles, die zum Beispiel die Spirulina sind auch gut für gute Haut, dass die Haare, die Nägel wachsen. Spirulina und Chlorella ist auf jeden Fall auch sehr gut für unsere Schönheit. Auf jeden Fall für beides gut, definitiv. Alles andere, klar, das ist jetzt für mich sehr wichtig, auch für den Gesundheitsaspekt, was ich hier habe, ne? So das Puramehl und so. Aber jetzt kommen wir zu einem Produkt, was ich definitiv hauptsächlich für die Schönheit verwende. Okay, ich gebe es zu, ich bin so eine eitle Socke. Okay, ich muss sagen, seit ich jetzt diese Reise gemacht habe, bin ich eigentlich weniger eitel geworden, habe ich gemerkt. Weil teilweise musste ich alle meine Klamotten hergeben, weil die nicht ins Gepäck gepasst haben. Dann musste ich mich auch wirklich mal dran gewöhnen, so gut wie keine Schminke mehr zu tragen, weil irgendwie mir alles vom Gesicht gelaufen ist. Ja. Ich musste mich an so viele Sachen gewöhnen, dass ich meine Klamotten nicht ständig waschen konnte, dass meine Haare ständig fettig waren. Also ich würde mal sagen, eine Weltreise, da kriegt man wieder so ein bisschen Demut auch. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so in den anderen Ländern sieht, wie die Menschen da leben. Es ist unterschiedlich, klar, der Lebensstandard in Brasilien, Mexiko ist auch schon relativ hoch, aber trotzdem, klar, man lernt noch mal viel dazu und dort musste ich auch wirklich mal lernen, von vielen Dingen so ein bisschen loszulassen. Aber klar, mir ist trotzdem meine Gesundheit noch wichtig und wie sage ich immer so schön, Gesundheit ist ja auch Schönheit, beziehungsweise es geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? Sogar sehr viel Hand in Hand. Genau, und da habe ich hier das organisch gebundene Silizium Präbiotika und das ist mit der Jakonwurzel und Bambussprossenextrakt. Und Bambussprossen hat das höchste Siliziumvorkommen und Silizium brauchen wir definitiv für die Haut, dass die schön straff bleibt. Also das ist wichtig auch für die Kollagenbildung Silizium, zusammen mit Kupfer, zusammen mit Vitamin C. Und zusammen auch mit Vitamin A oder auch Beta-Carotin ist es sehr wichtig, dass die Haut einfach schön jugendlich bleibt. Aber das kann ich echt empfehlen. Wenn du es nicht schaffst, so viel Obst und Gemüse zu essen, auch grünes Blattgemüse, wo Silizium drin ist, und du vielleicht noch irgendwas Konzentriertes haben willst, dann ist das richtig genial, finde ich. Weil das ist nur ein Präbiotika. Das heißt natürlich, dass es dann auch besser aufgenommen wird. Ich glaube, das Grassaftpulver, obwohl da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Nee, das ist jetzt kein Präbiotika. Aber das hier, das finde ich richtig cool. Also die Nährstoffe werden dann noch besser aufgenommen. So, jetzt kommen wir zu einem Supplement, Nahrungsergänzung, was ich denke, wo ich, glaube ich, schon jahrelang Videos drüber mache. Schon mein erstes Video der Stunde auf diesem Kanal ging über diesen besonderen dieses besondere Mineral, und zwar ist es Magnesium. Und ich bin so glücklich, dass auch Purazell jetzt Magnesium hat, und zwar ein Citrat. Citrat ist ja die Form, die mit am besten aufgenommen wird für mich. Chlorid auch. Ihr wisst, ich bin ja immer so mit Chlorid, aber Chlorid schmeckt einfach, wenn man es oral einnimmt, wirklich widerlich. Deswegen Citrat ist definitiv besser. Und ich freue mich so sehr, jetzt das ausprobieren zu können, weil für mich ist Magnesium einfach so das Beruhigungsmineral. Es hilft mir dabei, dass ich einfach weniger irgendwie so diese Ängste habe, weil manchmal habe ich da halt auch ein bisschen mit zu tun, dass die halt einfach so ohne Grund irgendwie dann diese Ängste einfach, die man so hat manchmal. Also vielleicht kennst du das vielleicht auch nicht. Und ich bin einfach so, ja, glücklich, dass ich jetzt wieder ein gutes Präparat habe. Ich habe ja jetzt ein sehr teures genommen in Mexiko, das Carmagnesium, aber das kann ich einfach keiner leisten, ja, das ist so unglaublich teuer. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach komm, das ist auch nicht mehr so. Genau, wichtig ist es auch zum Beispiel, ja, um deine Muskeln schneller regenerieren zu lassen, um deinen Darm auch so ein bisschen zu entspannen. Viele Menschen können auch besser auf Toilette gehen, wenn sie einfach mehr Magnesium nehmen. Also da ist oftmals das Problem Verstopfung schon von alleine gelöst. Und Magnesium hat ja wirklich mit über 300 Enzymprozessen in unserem Körper zu tun. Also Magnesium ist so das absolute Mineral und finde ich persönlich echt super, super wichtig. So, jetzt kommen wir, und übrigens macht Magnesium auch weiche Haut. Das wissen viele gar nicht. Calcium ist ja eher so, dass es die Haut so ein bisschen, ich sag mal, rough erscheinen lässt. Und Magnesium macht so eine ganz weiche, schöne, elastische Haut. Genau, Magnesium entspannt. So, dann habe ich jetzt hier noch organischer B-Komplex aus Quinoa-Sprossen. Also B-Vitamine auch super, super wichtig. Für alles Mögliche.
Gerade zum Beispiel das B1 ist sehr wichtig für zum Beispiel gegen rissige Haut, finde ich ganz, ganz wichtig. Auch B6 für uns Frauen vor der Periode. Das beruhigt uns so ein bisschen, ne? Zusammen mit Magnesium. Das ist die Top-Kombi vor der Periode. Ich nehme das auf jeden Fall dann in der Form nochmal. Und genau. Und dann nochmal als Nahrungsergänzung. Ja, ein B-Komplex in liposomaler Form. Und ja, Liposomen sind einfach ideal. Das bedeutet, der Wirkstoff wird geschützt durch diese Lipidschicht. Und so kann das natürlich dann an die Darmzellen besser weitergegeben werden. Und der Wirkstoff kommt dann dahin, wo er soll. Und da die Liposomen genauso aufgebaut sind wie deine Zellmembran, bedeutet es natürlich, dass beide miteinander gut verschmelzen können und somit der Wirkstoff dann direkt ins Blut bzw. in die Zelle kommt. Ganz wichtig war mir auch das liposomale Eisen. Das ist jetzt auch neu bei PuraCell, weil ihr wisst, Eisenpräparate haben ja oft eher so ein bisschen leider eine schlechte Reputation, weil vielleicht die man auch überdosiert oftmals. Und zu viel Eisen im Blut ist ja wiederum auch nicht so gesund, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, weil Eisen ist ja quasi etwas, was halt oxidiert, ja, beziehungsweise für zu viele freie Radikale im Körper sorgt. Und dieses Eisen ist halt so natürlich wie möglich gehalten, ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe, glutenfrei und ohne Kaliumsorbat und Ethanol, was ja auch oft in Eisenpräparaten drin ist. Deswegen, gerade wenn du als Mädel vielleicht mal einen Eisenmangel hast und du schaffst es vielleicht nicht so viel Grün zu essen oder halt auch Spirulina oder Chlorella, wo übrigens auch Eisen drin ist, dann kann ich dir natürlich ein gutes Eisenpräparat auch empfehlen, wie das von PuraCell, was natürlich auch liposomal ist, also quasi auch ja, sehr wahrscheinlich besser aufgenommen wird. So, was mir auch noch sehr wichtig war, ist natürlich hier das D3 mit K2 und Magnesium. Habt ihr dann auch nochmal Magnesium mit drin? Also es ist halt quasi Vitamin D mit zusammen mit K2. Das hilft dem Vitamin D besser aufgenommen zu werden. Und das nehme ich schon Ewigkeiten von PuraCell. Das hat mir auch wirklich dabei geholfen, im Winter keinen Vitamin D-Mangel mehr zu haben. Aber ich nehme es jetzt auch im Sommer, weil... Ich sag's ganz ehrlich, ich will nicht mehr so viel in der Sonne rumhängen. Das habe ich jetzt genug gemacht. Meine Haut hat genug gelitten. Deswegen werde ich das jetzt auch ein bisschen mehr wieder supplementieren. Klar, ich weiß, ein bisschen Sonne werde ich immer versuchen aufzunehmen, auch auf die Haut zu bekommen. Aber so dieses Übertriebene. Und man sagt ja, in Deutschland nimmt man angeblich nur Vitamin D auf zur Mittagssonne. Das ist genau da, wo man dann nachher aussieht wie so ein Roasted Chicken, so ungefähr. Oh Gott, das arme Huhn. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Okay, ich sollte als Veganerin jetzt nicht solche Scherze machen, weil da kriegen welche vielleicht noch Hunger, die hier nicht vegan sind und zuschauen. Ich wollte jetzt keine Bilder im Kopf erzeugen, weil ich meine, ihr wisst ja, mit Hitze und Öl und Gewürzen schmeckt alles geil. Da würde wahrscheinlich hier sogar meine Schuhsohle richtig geil schmecken. Das Beste kommt ja oft zum Schluss. Es gibt neue... Wow, die haben ja jetzt neue Flaschen von PuraCell Care. Ich habe jetzt einmal das Vitamin C Serum und Hyaluron Serum mir bestellt und ich liebe diese beiden Seren einfach. Ich habe noch nie bessere Seren verwendet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja so ein bisschen unterschätzt, als damals Patrick mir erzählt hat, die machen jetzt Pflegeprodukte. Und ich dachte, naja, wie gut können die jetzt sein? Er weiß ja eigentlich mehr über Ernährung und Chemie. Na gut, vielleicht deswegen sind die so gut. Und die, was weiß er jetzt von Kosmetik? Er ist ja ein Mann, ne? Und, aber das ist wirklich so genial. Die sind so gut. Also ich muss sagen, wirklich das Beste, was ich auf der Haut je hatte, weil die wirklich so einen schönen Schimmer auf der Haut machen, so einen richtigen Glow, wie man so schön sagt. Und ich nehme das Vitamin C immer sehr gerne tagsüber, auch so, um mich vor Pigmentflecken zu schützen. Und abends nehme ich dann das Hyaluron-Serum. Und ja, genau. Und das gibt mir dann Feuchtigkeit in der Nacht, weil Hyaluron bindet ja so quasi Feuchtigkeit oder Wasser in der Haut. Genau, und da denke ich mal, die beiden sind eine ganz, ganz tolle Ergänzung und das ist so für meine Beauty, für eine schöne Haut und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Dann, übrigens spart ihr durch mich 10% auf alle PuraCell-Produkte, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, dass ich euch diese Ermäßigung anbieten kann. Und ja, alle weiteren Infos findet ihr natürlich unter diesem Video und dann wünsche ich euch eventuell viel Spaß beim Rumstöbern. Jetzt einen Thank You Button, habt ihr vielleicht schon gesehen, so einen Super Thanks Button unter diesem Video, falls ich euch irgendwie mal inspiriert habt, ihr durch mich vielleicht irgendwas verändert habt in eurem Leben, positive, ja, ich sag mal,
positive Veränderungen erlebt habt, dann könnt ihr mir gerne, wenn ihr Lust habt, vielleicht eine kleine Spende geben, nur wenn ihr möchtet. Es fängt, glaube ich, bei 2 Euro an, geht hoch bis, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Müsst ihr mal gucken. Ich habe es noch nicht genau mir angeschaut. YouTube meinte, ich dachte, das wird schon irgendwie vor einem Jahr freigeschaltet, aber das war Ewigkeiten nicht so. Ich glaube, die haben das dann erstmal so ein bisschen getestet und es war noch so in der Beta-Phase. Ja, falls ihr mal nicht über die Links gehen wollt und irgendwelche Produkte bestellen wollt und einfach nur so vielleicht mir ein kleines Danke sagen wollt in Form von ja, ein paar Euro oder sowas, klar, das ist ganz, ganz toll. Und vor allen Dingen, ich sehe, glaube ich, dann eure Kommentare als markiert. Also die würde ich dann als erstes beantworten und ausführlicher wie andere Kommentare, wenn ihr das benutzt. Ansonsten gibt es noch ein tolles E-Book zum Thema Rohkosternährung von mir und Anderson Effekt. Könnt ihr mal vorbeischauen. Da gibt es ganz tolle Rohkostrezepte und Tipps für die Rohkosternährung. Jetzt, klar, es fängt ja bald der Sommer an. Ist ja schön, wenn man da vielleicht so ein bisschen in die schlanke Linie kommt und dann und trotzdem halt lecker schlemmen und ja, aber wenn ihr natürlich alles fertig haben wollt, dann schaut mal bei Purazell vorbei, da gibt es auch tolle Rohkostprodukte oder man macht es halt auch einfach mal selber, so, da zeigen wir euch ja ganz viele Tipps und Anwendungen und also genau, und dann halt mein Kurs. Ich werde jetzt regelmäßig in der privaten Facebook-Gruppe auch live gehen. Ja, da könnt ihr mir persönlich Fragen stellen. Das ist dann auch nochmal ganz familiär, weil das sind nicht so viele dann wie auf Insta oder hier auf YouTube. Und ja, dann habt ihr Lektionen in dem Kurs. Das ist ein Videokurs, also mit ganz viel Videomaterial, Rezepten etc. Quasi from Zero to Hero, also ihr werdet da wirklich danach ein Rohkost-Bro sein. Ihr wisst, was ihr dann alles braucht und was nicht. Und genau, ich habe da wirklich nur von meinen vielen Erfahrungen alles zusammengetragen der letzten Jahre und genau, was da halt wichtig ist für so eine Ernährungsform. Ich sage immer, es muss nicht komplett alles Rohkost sein, die Ernährung, aber so viel wie möglich. Und da könnt ihr schon echt tolle Erfolge mit erzielen in Sachen Schönheit und Energie und Gesundheit. Und dann gibt es jetzt noch den Angel Juicer für 10% wieder reduziert. Das ist der absolute super Entsafter. Und ich finde jetzt gerade im Frühling, Sommer ist es toll, auch Wildkräuter zu entsaften oder ja generell einfach frische Säfte zu trinken. Man fühlt sich leicht. Das ist toll für die Haut. Das ist, was ihr von innen auch wirklich machen könnt. Genau, und das ist der beste Entsafter mit 30% mehr Saftausbeute. Er presst wirklich ganz genau und langsam, so dass halt wirklich kaum was oxidiert. Ja, und er hält Jahrzehnte. Ich habe jetzt meinen 10 Jahre übrigens schon. Und das ist so der Rolls-Royce unter den Entsafter, den Angel Juicer. Also ja, wenn man sich schon keinen Rolls-Royce leisten kann, dann wäre es ja ganz cool, wenn man sich zumindest einen Entsafter leisten kann, der wie ein Rolls-Royce ist. Und auch schnurrt wie ein Rolls-Royce. Deswegen, genau, das wollte ich dann noch erwähnen. Und ja, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Eure Julia und Videowünsche wie immer gerne willkommen.